Ich habe heute zwei gute Nachrichten. Erste Nachricht ist, dass wir hier 20.000 Abos auf dem Channel geknackt haben. Dafür danke an jeden Einzelnen, der hier auf irgendeine Art und Weise mit dem, was wir hier machen, connected. Und ja, ich bin gespannt auf die nächsten Phasen. Die zweite Nachricht ist, dass ich letztens Post bekommen habe. Und zwar habe ich hier ein neues Setup bestellt. Einmal hier die Cam, das ist die ZVE10 mit der Kitlens. Dann hier Mic, SD-Karte. Dann hier noch ein Batterie-Charging-Kit, aber das geht zurück, wurde das Falsche geschickt. Aber ja, es kommen noch ein paar Sachen. Die Main-Bestellung ist hier die Cam. Ja, ich habe mir die geholt, weil sie vor allem kompakt ist und so einen aufklappbaren Bildschirm hat, dass man sich sieht, ob man im Frame ist und so. Ja, ist glaube ich cool. Also ich kenne mich jetzt nicht so krass aus mit Cams. Ich weiß, was ISO ist, was Aperture, Framerate, aber mein Bruder kennt sich da auf jeden Fall viel besser aus. Ich habe ja bis jetzt mit Smartphone aufgenommen, also die ganze Zeit bis zu jetzt, bis zu 20.000 Abonnenten. Also ja, geht auch damit. Also man braucht jetzt kein fancy Gear, um anzufangen, aber ich wollte es halt etwas upgraden, vor allem für die neuen Formate. Ich wollte eigentlich schon nach Forever Young direkt mit neuen Formaten anfangen und die Community mehr einbeziehen und viele Sachen machen, aber es war einfach so eine komische Zeit. Es sind halt so viele Dinge passiert während Corona und es hat sich nicht richtig angefühlt, irgendwas zu releasen. Die Aufmerksamkeit war überall und es war alles so weird. Aber ja, jetzt habe ich mega Bock auf die neuen Formate und ich würde sagen, wir testen die mal. So, ich glaube, das müsste ein guter Winkel sein. Also für das neue Format brauchen wir auf jeden neue Beats. Da spielt gerade draußen jemand mega laut Highest in the Room von Travis. Hoffentlich bekomme ich keinen Copyright Strike dadurch. Lass mal so Staccato Strings machen. Ja, die Strings sind mir aber etwas zu dünn, also lass mal layern mit anderen. Das kommt nice mit drei verschiedenen Strings, also immer hier verschiedene Oktaven gespielt. So, dann dupliziere ich das mal rüber und mache den Part hier unique und pitch alles runter um 5 Halbnoten. Das kommt nice. Mir fällt auf, dass ich in letzter Zeit voll auf dieselbe 808 nutze. Also ich meine hier die Extra Spins 808. Das ist so meine Version von der legendären Spins 808. Ich hatte früher eine Phase, da habe ich die dauernd benutzt. Dann so eine Phase eher weniger, aber jetzt wieder irgendwie. Und es gibt auch einen guten Grund, wieso so viele Producer dieselbe 808 nutzen. Weil das Ding ist einfach, die 808 funktioniert einfach mit fast jedem Genre. Also egal ob irgendwelche Pop-Produktion, R&B, Trap, Hip-Hop, die 808 hört man überall. Und ich glaube, ein weiterer Grund ist einfach, weil der Average-Hörer die 808 so oft gehört hat und die dann mit modernen quasi in Verbindung bringt. Das heißt, man könnte irgendwelche alten Samples oder die verschiedensten Genres nehmen und mit dieser 808 würden Average-Hörer direkt sagen, okay, das hört sich nice an. Also das kennt halt schon, das ist dann für ihn so professionell und modern. So, und im zweiten Part mache ich hier dann noch die 808 anders. Boah, und vielleicht noch die Hi-Hats. Das kommt mies.
hier im zweiten Part höre ich noch eine Kick. Mit der Arp kommt's noch geiler. Das wäre dope. Dann hier noch eine Transition zur Hook. Also Intro fängt an mit den Keys, dem Synth, Percussion Loop und dem Synth Bass. Dann kommt ein Key Change und die Arp. Dann Transition Effects zum ersten Part der Hook, da droppt es dann mit Strings und den Drums. Dann zweiter Part der Hook mit Kick und mit der Arp. Effects und zum Verse. Hier habe ich dann noch die Pausen noch mehr betont beim Verse. Und dann droppt's mit den Drums. Das kommt böse hier mit einer kurzen Pause. Also Leute, das war jetzt der fertige Beat. Ich habe auf dem Master noch einen Softclipper drauf und das, by the way, aktuell so mein Favorite. Dann noch ein bisschen Mastering mit Ozone, also hier ein bisschen EQ, dynamischer EQ und Limiter. Ich glaube, das wäre so ein Travis oder Don Toliver Type. Aber ja, lasst mich auch wissen, wen ihr drauf hört. Ja Leute, ich dachte, für das nächste Video nehmen wir mal die Cam mit raus und nehmen das Ding hier mit. Das ist ein echt nicer Recorder und damit werden wir in nächster Zeit, glaube ich, richtig fun haben. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt und alles rund um die Musikproduktion, dann auf jeden Fall nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Und hier geht's weiter zum nächsten Video. Dort zeige ich euch, wie ihr Beatblock endgültig besiegen könnt. Also checkt es ab und wir sehen uns selber wieder. Peace.